Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, lieber Herr Kollrausch, es freut mich, dass ich heute doch unseren Vortrag hier eröffnen darf und dass ich Sie alle begrüßen darf hier im Raum und an Ihren Bildschirmen. Ich gebe zu, ich war nicht so hundertprozentig sicher, ob das noch klappt, und umso größer ist meine Freude, dass es uns möglich war, und wir hoffen auch, dass es uns auch möglich bleibt in der nächsten Zukunft, denn wir haben noch in diesem Semester, in Anführungszeichen, noch einen Vortrag vor. Aber zu dem werde ich etwas ganz am Ende des heutigen Treffens sagen. Wenn Sie Blick nehmen in unser Programm für den ganzen Herbst, dann sehen Sie, wir haben hier große Themen diesmal geworfen. Wir beschäftigen uns. Ich muss gucken, wer auf dem Bildschirm ist, damit ich nicht jemanden beleidige. Wir beschäftigen uns hier nicht mit tschechoslowakischen Häfen in Hamburg, sondern großen Zusammenhängen. Wir haben einen Vortrag zum Thema Herrschaft in der Frühneuzeit. Wir haben uns letztes Mal beschäftigt mit dem Problem der Erinnerung und des Gedächtnisses im digitalen Zeitalter. Heute geht es um Modernität und Moderne, und wir werden noch ein großes Thema zur Musikgeschichte haben. Also ein Wechsel zwischen Politik und Kulturgeschichte, weil selbst die Władza, also die Herrschaft, das Herrschaftsthema sehr kulturgeschichtlich betrachtet wurde. Heute geht es also, wie ich schon gesagt habe, ich werde aber jetzt den Titel auch vollständig sagen, wobei ich das aus dem Polnischen jetzt übersetze. Also zurück ins Original. Agenten der Moderne. Die modernen Architekten im Zeitalter der Extreme, Polen 1910 bis 1950. Und ich darf den heutigen Vortragenden vorstellen, wobei bei einigen von Ihnen muss ich das gar nicht tun, weil Sie sich nicht nur seit langem kennen, sondern der heutige Vortragende kommt auch zurück an seine Tatorte nach einer langen Zeit. Herr Martin Kollrausch studierte Staatsrecht, Geschichte, Politikwissenschaft in Tübingen und an den beiden Berliner, was heißt den beiden der drei, den Berliner Universitäten, der Humboldt und der Freien Universität, und dann an der University of Sussex. Und nach einer Zeit in Berlin wechselte er dann zum Europäischen Hochschulinstitut, wo er 2003 promovierte bei, ich habe auf meiner Liste vier große Namen, die ich hier auch nicht hätte vorstellen müssen: Peter Becker, Christopher Clark, Heinz Reif und Regina Schulte. Und dann ging es über die TU Berlin, das nehme ich an, das war bei Herrn Reif, schon fast direkt an das THI Warschau, und das waren die Jahre 2005 bis 2009. Und dann ging es nochmal über Bochum an die heutige Wirkstätte von Herrn Kollrausch, die Katholische Universität Löwen, wo er seit 2011 eine Professur hat für die moderne, für die europäische Regionalgeschichte und politische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Ich würde jetzt vielleicht zwei Bücher erwähnen von ihm. Das eine war Monographien: Monarch im Skandal, die Logik der Massenmedien und die Transformation der wilhelminischen Monarchie, ist erschienen 2005. 2014 mit Helmut Trischler das Buch Building Europe on Expertise, Innovators, Organizers, Networkers. Das ist erschienen 2014, und ein Buch, auf dem auch der heutige Vortrag basiert, soweit ich das verstehe, Brokers of Modernity, East Central Europe and the Rise of Modernist Architects 1910 to 1950. Und das ist erschienen im vorletzten Jahr. Und daraus ergeben sich schon auch die Schwerpunkte für Sie von Herrn
Kohlrausch, das ist die Geschichte der Architekten, nicht der Architektur, sondern der Architekten im 20. Jahrhundert. Mediengeschichte der Moderne. Und da steht etwas, was mich überzeugt hat, dass sie ein guter Referent sind für diese Region, in der wir uns beschäftigen. Sie haben einen speziellen Blick für politische Skandale, Führer, Ideen und charismatische Herrschaft. Aber nicht darum geht es heute, vielleicht nächstes Mal. Heute geht es, wie ich schon gesagt habe, um die Architekten im polnischen Kontext der Moderne. Herr Korausch, vielen Dank, dass Sie den Mut behalten haben, trotz den Umständen nach Warschau zu kommen. Ich freue mich wirklich sehr und höchste Zeit, Ihnen auch das Wort zu geben, denn auf Ihr Wort warten hier alle. Ja, Herr Schaschnik, Direktor, vielen Dank für Ihre sehr freundliche Einleitung und die Einladung unter diesen etwas widrigen Umständen. Ich habe auch, ja, so wie Sie auch, etwas gezittert in den letzten Wochen, mich gefragt, ob das noch klappen wird. Aber wir haben ja auch alle gelernt, dass man die Gelegenheiten, die sich noch bieten, auch ergreifen muss, nicht mehr in diesen Zeiten zu lange warten muss, bis vielleicht gerade eine Welle abebbt oder sich wieder aufbaut. Wie Sie sich vorstellen können, ist das für mich doch ein besonderer Termin heute, ein besonderer Vortrag. Es ist eine Rückkehr nach vielen Jahren, 12, wenn ich jetzt nach Ihrer Einführung richtig gerechnet habe, eine Zeit, in der sehr viel passiert ist, der mich aber dann auch die Themen, die ich hier seinerzeit am DHI bearbeitet habe, die Architekten, polnischen Architekten weiter begleitet haben und trotz vielerlei erzwungener und nicht erzwungener Ablenkung habe diese Arbeit eben tatsächlich vor zweieinhalb Jahren in ein Buch gemündet, The Brokers of Modernity, das dem DHI sehr viel zu verdanken hat, meiner Zeit am DHI sehr viel zu verdanken hat. Und auch in diesem Sinne bin ich sehr froh, dass ich heute Abend oder heute Nachmittag ist es ja noch hier sein kann. Ich werde mich in dem Vortrag auf dieses Buch stützen, auf die letztlich dadurch dann eben auch die Forschung aus meiner Zeit am DHI. Und nun muss ich gucken, dass ich den Share Screen, genau. Und jetzt sind wir gleich im Vollbild. Ja, okay. Ich hoffe, das ist jetzt alles so deutlich, auch für diejenigen, die uns von außerhalb per Zoom folgen. Wenn nicht, dann bitte ich um ein Signal. Nicht, dass sich das hier bewegt. Ich kann. Ja, okay. Dauert ja etwas. Ich will meinen Vortrag mit einem Bild beginnen. Was Sie hier sehen, ist eine Szene des 4. Kongresses der Congrès International d'Architecture Moderne, SIAM abgekürzt. Die SIAM waren eine 1928 begründete Vereinigung von Architekten moderner Prägung. Und die Organisation spielt für meinen Blick auf moderne Architekten in Polen und in einem weiteren Sinne in Ostmitteleuropa in zumindest zweifacher Hinsicht eine wesentliche Rolle. Zunächst der Charakter der SIAM. Die SIAM setzte sich bewusst ab gegenüber bereits bestehenden Organisationen von Architekten. Die SIAM vertraten eine bestimmte Ideologie der modernen Architektur als etwas ästhetisch Neues in strikter Abgrenzung gegenüber dem, was man als traditionell modern, also das, was man als traditionell wahrnahm. Die SIAM war eine Pressure Group für die Durchsetzung einer anderen Architektur. Sie definierten sich selbst als Arbeitskongresse, die durch intensive Kooperation und nicht nur durch den Austausch von Wissen gekennzeichnet waren. Und hierin eben auch neu waren, in dieser neuen Art zu kooperieren.
Auf dieser Basis beanspruchten die Siam-Architekten eine weit größere Mitwirkung in Politik und Gesellschaft, als sie Architekten traditionellerweise zugestanden wurde. Die Siam sind also für sich genommen ein interessantes Phänomen. Für meine Studie über die modernen Architekten in Polen ist die Organisation aber auch wichtig, weil sie es mir erlaubte, die Architekten, zumindest die moderne Strömung, als Gruppe zu fassen und sinnvoll abzugrenzen und damit für einen eher geschichtswissenschaftlichen und nicht vorrangig architektur- oder kunstgeschichtlichen Zugang zu öffnen. Darüber hinaus hilft die Selbstidentifikation der Mitglieder der Siam, den schillernden Begriff modern genauer zu fassen, im Sinne einer Selbstdefinition, die ein bestimmtes Programm der Neuerung umfasste, aber eben auch eine Abgrenzung von der Ästhetik, aber auch Arbeitsweise der in den Augen der Siam überkommenden Architektur und Architekten. Dieses Bild hilft mir aber auch für den Vortrag, den Zeitrahmen meines Vortrags weiter zu konkretisieren. Der hier gezeigte vierte Kongress der Siam fand 1933 statt. Das Jahr bezeichnet ziemlich genau das chronologische Zentrum meiner Erzählung, 15 Jahre nach der Wiedergründung Polens und ca. 15 Jahre vor der Konsolidierung der Volksrepublik Polen. Für die Siam stellten dieses Jahr und der vierte Kongress gleichermaßen einen Höhepunkt wie auch einen Wendepunkt dar. Ein Höhepunkt war der Kongress insofern, als hier das große Thema funktionelle Stadt diskutiert wurde. Also die Vorstellung, man könne und müsse Städte entlang ihrer vermeintlichen Hauptfunktionen Arbeit, Verkehr, Wohnen und Freizeit gliedern und aufteilen. Das Konzept funktionelle Stadt integrierte die bisherigen Bestrebungen der Siam und es ermöglichte es in den Augen der Organisation, im Prinzip jede Stadt auf der Welt mit anderen Städten sinnvoll entlang ihrer Funktionen zu vergleichen. Die funktionelle Stadt bezeichnete aber auch ein Konzept, entlang dessen Architekten sich ermächtigt fühlten, tief in Gesellschaft und Politik einzugreifen oder doch zumindest mit der Politik zusammenzuwirken. Der Siam-4-Kongress führte zu Forderungen, dass es nun endlich in einer Welt in der Krise 1933 an der Zeit sei, auf die Experten, also die Architekten, zu hören. Ein Höhepunkt also für die Aktivität der Siam, aber auch ein Wendepunkt. Denn die wirtschaftliche, vor allem aber auch politische Krise bezeichnete einen Moment der tiefen Veränderung für die Organisation. Der vierte Siam-Kongress hatte eigentlich ein Jahr zuvor in Moskau stattfinden sollen. Dieser Plan war gescheitert, nachdem Stalin einen deutlichen Schwenk weg von der Moderne hin zum sozialistischen Realismus vollzogen hatte und die Situation der zahlreichen westlichen Architekten in der Sowjetunion sich massiv verschlechtert hatte. Nachdem kurz auch Warschau als Austragungsort im Gespräch war, tagte der Kongress schließlich auf einem Schiff, auf einem Kreuzfahrtschiff genannt, das ist etwas hochgegriffen, der Patris II auf ihrer Fahrt von Marseille nach Athen. Und bei genauerem Hinsehen erkennen Sie im Hintergrund auch die Struktur des Schiffes. Die Sowjetunion, auf der so große Hoffnungen so vieler sich als fortschrittlich verstehende Architekten geruht hatten, war also 1933 keine Option mehr. Auf dem Bild und überhaupt auf dem Kongress waren aber auch keine deutschen Architekten mehr zu finden. Ein halbes Jahr nach dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft und wenige Wochen nach der Schließung des Bauhauses in Berlin schien es auch gestandenen Siam-Mitgliedern wie Walter Gropius, Klüger, sich nicht durch eine Kongressteilnahme zu exponieren. In den Folgejahren sollten zunächst in Deutschland, immerhin lange das wichtigste Land für die moderne Architektur, bald aber auch in Ungarn und dann später auch in Polen, moderne Architekten stark unter Druck geraten. In diesem Sinne also ein Wendepunkt. Dritte Ebene nach der Organisation Siam als Rahmen, nach dem Zeitrahmen, die Komposition des Bildes. Vielleicht haben einige von Ihnen den Charakter rechts im Bild erkannt. Le Corbusier, wohl der bekannteste Architekt des 20. Jahrhunderts. Die Person links wird zumindest vielen Kunsthistorikern etwas sagen. Es handelt sich um Siegfried Gedion, Generalsekretär der Siam und einer der Vordenker und Stichwortgeber der modernen Bewegung. Die Architektin in der Bildmitte
dürfte selbst in ihrem Heimatland Polen weitaus weniger bekannt sein. Helena Sirkus ist so etwas wie die Protagonistin meiner Analyse der Agenten der Moderne. Helena Sirkus, geboren 1900, war die Frau von Szymon Sirkus, einem der wichtigsten modernen Architekten in Polen und in Zentral- und Osteuropa, die eine wichtige Rolle in der SIAM spielte, vor dem Krieg als Organisatorin, Übersetzerin und Anregerin, nach dem Krieg auch für einige Zeit als Vizepräsidentin der Organisation. Vor allem aber steht Helena Sirkus für einen neuen Typus von Architekten und gerade in Polen erstaunlich häufig Architektinnen. Die erste Kohorte, die an der im Ersten Weltkrieg an der Polytechnika etablierten Architekturfakultät ihr Studium abgeschlossen hatte und dann sowohl in den Avantgarde-Bewegungen der 1920er Jahre als auch im weitesten Sinne der sozialen Architektur eine große Rolle spielte und dabei die vielfältigen Bande zwischen der internationalen SIAM-Organisation und deren Architektur in Polen personifiziert. Helena Sirkus, deren Mann im Krieg in Auschwitz interniert wurde und die selbst am Ende des Krieges aus Warschau in die Gefangenschaft nach Breslau verschleppt wurde, steht aber auch für eine Biografie, die, wie viele ihrer Generationsgenossen, weitaus stärker durch das Zeitalter der Extreme geprägt war, als dies in sehr allgemeiner Betrachtung für Architekten im Westeuropa galt. Also, wie es dieses Bild nahelegt, die Perspektive verschieben und die moderne Architektur nicht mehr vorrangig von den Niederlanden, von Dessau oder Berlin ausschreiben, sondern Helena Sirkus und ihre Generation ins Zentrum rücken, gerät zunächst die polnische Moderne in den Blick. Aber über diese Blickverschiebung gerät auch die enorme biografische Relevanz und Identifikation mit der Moderne in den Blick, die selbstredend nicht auf Polen beschränkt war, aber hier besonders deutlich sichtbar wird. Das gerät in den Blick, wie hoch der Preis für diese Identifikation sein konnte, nicht ausschließlich in Polen selbst reden, aber wiederum hier besonders deutlich. Also die Frage, was das Zeitalter der Extreme spezifisch für die modernen Architekten bedeutet. Ich möchte im Folgenden im Wesentlichen aufschließen, was diese Perspektivveränderung uns lehren kann und welche Einsichten diese bietet. Ich beginne zunächst mit dem Raum, in dem wir uns befinden. In den letzten Jahren ist unter anderem durch die Publikation von Borodjej und Gurny stärker oder überhaupt erst in den Blick geraten, wie einschneidend der Erste Weltkrieg sich in Polen ausgewirkt hat. Dabei sind in notwendiger Weise extremer Verkürzung insbesondere zwei Punkte wichtig. Der Krieg hat für sich genommen enorme Opferzahlen gefordert, die in Polen prozentual höher lagen als in vielen Ländern, die wir hauptsächlich als Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs betrachten. Dies war eine Folge des Bewegungskrieges, der auch zu massiven Verlusten im Gebäudebestand von mehr als 1 Million auf dem Gebiet der Zweiten Republik geführt hatte. Wir können hier an das Beispiel Kalisz denken, das international weitaus weniger bekannt ist als sagen mein jetziger akademischer Ort Löwen, das ja so eine Art Symbol ist für diese Zerstörung des Ersten Weltkriegs in England, in Frankreich. Zudem, und dies ist sicher in Westeuropa viel zu lange, viel zu wenig in seiner Bedeutung gesehen worden, bezeichnete der November ab 1918 in Ostmitteleuropa nicht nur das hier zunächst ja nur vorläufige Ende des Krieges, sondern mit den Staatsneugründungen, vor allem in Polen, einen erheblichen Bruch des politischen Systems, von einer Monarchie zu einer republikanischen Verfassung, von einer imperialen Struktur der Teilungsgebiete im preußisch-deutschen, österreichisch-ungarischen und russischen Imperium zum polnischen Nationalstaat. Und für die Architekten bedeutete diese Situation die Möglichkeit einer, was ich informelle Allianz nenne, basierend auf ganz praktischen und eher ästhetischen Erwägungen. Ganz praktisch hatte der neue polnische Staat von der Entwicklung der Hauptstadt, der Bekämpfung der extremen Wohnungsnot, den Bau von Schulen, Krankenhäusern und Sanatorien bis zum Wiederaufbau in den Kresse die Architekten in extremer Weise nötig. Nicht zuletzt aus Legitimitätsgründen in der Bewährung im Vergleich mit den untergegangenen Imperien und, vorsichtig gesagt, missgünstigen Nachbarstaaten. Das ganz gut auf dieser Grafik, die publiziert wurde in einer Publikation der Zeitschrift der polnischen Wohnungsreformbewegung, die natürlich auch mit gewissen Interessen im Hintergrund hier
die Situation der Überbelegung, insbesondere der Kleinstwohnungen, der Einzimmerwohnungen im Vergleich mit Berlin und London oder Deutschland und England, die ja auch nicht dafür bekannt waren, nun die Wohnungsproblematik endgültig gelöst zu haben, herausstellt, um eben diesen Druck sowohl für die Autoritäten in Warschau insbesondere und die anderen Stadtregierungen zu unterstreichen, aber eben auch die Notwendigkeit, Architekten in der Lösung dieser Probleme einzubeziehen. Das genannte Legitimitätsproblem beförderte, wie Kunsthistorikerinnen wie Beate Störtkohl und andere für Gdynia und Katowice gezeigt haben, auch die Attraktivität ästhetisch moderner Lösungen für den neuen Staat. Dass also diese Staaten, wie auch wir das in Litauen zum Teil sehen, in Kaunas, auch in der Tschechoslowakei, aber eben auch in Polen sehr stark, dass es für diese Staaten naheliegend war, auch auf ostentativ moderne Lösungen zu setzen. Wir sehen hier ein Plakat auch für die Triennale in Mailand, wo einige dieser modernen Lösungen, natürlich auch einige eher im repräsentativen Stil präsentiert werden. Und wir sehen hier auch ein Beispiel dieser Architektur im weitesten Sinne sozialen Bereich, also Sport, Gesundheitswesen, Bildung, für die eben sehr oft moderne Lösungen gewählt wurden, wie für die Akademia Wychowania Fizycznego, die es ja heute noch so zu sehen gibt. Sie sehen die auf dem Plakat unten rechts auch. Und wir sehen natürlich an diesem Plakat auch, wie wichtig diese Lösung für die Selbstdarstellung des Staates war. Wenn wir also verstehen warum diese informelle Allianz für beide Seiten, also die Architekten und den Staat, attraktiv war und warum die Allianz lange funktionieren konnte, müssen wir auch fragen, was den neuen Typus von Architekten auszeichnete, den ich als modern bezeichne, und warum diese Architekten in Polen eine besonders große Rolle spielten. Und ich will dies, weil es ein sehr komplexes Thema ist, unter Zuhilfenahme dieses aus meiner Sicht sehr sprechenden Bildes tun, von einem deutschen Maler der neuen Sachlichkeit, Franz Seiwert, heutzutage nahezu vergessen, der dieses Bild der Architekt nannte und auch mit einer Beschreibung versehen hat, in der er den Architekten als Verkörperung des planerischen Denkens vorstellt. Wenn wir dieses Bild betrachten, dann sehen wir eben auch, warum Seiwert das so denken konnte, dieses Abheben auf die neuen Materialien, Beton und so weiter, das Wissenschaftliche in diesem Beruf. Der Architekt selbst, der vollkommen anonymisiert ist, der eben nicht mehr ein Schinkel und so weiter, diese Genies des 19. Jahrhunderts ist, sondern ein anonymer Repräsentant des planerischen Denkens, wie Seiwert das nennt, oder in den Worten des Architekturkritikers Adolf Behne, erkennen wir hier auch, wie der Architekt in seinen Augen, und gemeint natürlich diese spezifisch modernen Architekten, sozusagen eine Verkörperung ganz verschiedener, im weitesten Sinne wissenschaftlicher und technologischer Strömungen wird. Wir können also gewissermaßen von einer doppelten Technifizierung des Berufs sprechen, ganz im Sinne, ganz konkret im Sinne des Beherrschens neuer Materialien, wie wir hier auf diesem Gemälde sehen, aber auch breiter gefasst im Sinne eines Social Engineering, wie das anklingt in dem Zitat von Behne und der Bedeutung der Sozialtechniken wie Statistik, Demografie, Psychologie und so weiter. Und um das noch einmal noch etwas zu unterstreichen, das ist ja etwas, was uns vielleicht nicht mehr so unmittelbar einleuchtet, diese enormen Hoffnungen, die man vor allem ins Beton gesetzt hatte als Gestaltungsmaterial, mit dem man geradezu wie mit einem Wundermittel alle Probleme des Bauens lösen könnte, dann können wir auch wiederum auf dieses auf eine Gemälde gucken, aber dann auch diese Realisation von dem uns mittlerweile bereits bekannten Schimmern Circus in Posen 1929. Die Architektenausbildung in Polen zeigt sehr gut diese neuen Charakteristika, die wir seinerzeit auch in einigen Projekten am DHI zusammen mit Katrin Steffen und Stefan Wiederkehr untersucht haben, also diese Veränderung von Architekten in
sehr viel breiter aufgestellte Experten des neuen Nationalstaates. Es war nicht so, dass in der Teilungszeit keine polnischen Architekten ausgebildet wurden, aber die Möglichkeiten waren begrenzt und mit Ausnahme von Lwów und Lemberg und Krakau vor allem an den Universitäten außerhalb Polens zu finden. Dies bedeutete aber auch, dass für die Aufgaben nach 1918 sehr wenige ausgebildete Architekten zur Verfügung standen und diese sehr verschiedene Ausbildungshintergründe hatten. Vor diesem Hintergrund konnte die bereits erwähnte im Ersten Weltkrieg eingerichtete Architekturfakultät der Polytechnika in Warschau und deren Absolventen eine so große Rolle spielen. Und wir sehen das hier natürlich notwendigerweise etwas zugespitzt in dieser Statistik, die sehr gut zum Ausdruck bringt, wie viele dieser Entwürfe oder dann in den hinteren Säulen auch die gebauten Gebäude in vergleichsweise sehr hohem Maße von der sehr jungen Generation realisiert wurden. Also eigentlich Architekten, die noch am Anfang ihrer Karriere standen und die, wenn wir das jetzt vergleichen würden mit der Weimarer Republik oder anderen Staaten, eben sehr viel früher diese Realisierungschancen erhielten. Wir sehen übrigens das auch in den Zahlen. Also wenn wir uns da zahlenmäßig angucken, sehen wir, dass sehr schnell ein Großteil der Architekten in Polen diejenigen waren, die an der Polytechnika ausgebildet waren. Und was auch sehr interessant ist, wir sehen diesen sehr hohen Frauenanteil in Warschau, der allein in Warschau höher lag als an allen technischen Hochschulen der Weimarer Republik in der Architekturfakultät. Die Absolventen der Polytechnika zeichneten neben der trivialen Tatsache, dass sie zur rechten Zeit und in großer Zahl ein Vakuum füllten, vor allem zweierlei aus. Die Ausbildung in Warschau war wesentlich stärker technisch, also auf sozusagen die Ingenieursanteile der Architektur hin ausgerichtet, als etwa in Krakau. Und die Ausbildung war breit angelegt, inklusive sozialer Fragen. Die Warschauer Ausbildung war bereits während des Ersten Weltkriegs so konzipiert worden, dass Architekten eher Experten für den neuen Nationalstaat als lediglich Baumeister sein sollten. Überhaupt ist es hilfreich, diesen Typus von Architekten mit dem Begriff des Experten breiter zu fassen. Damit komme ich zur Organisation von Architekten. Es lag in der Natur dieses neuen, in die Gesellschaft ausgreifenden Experten-Architektentypus, dass die Frage, wie sich Architekten organisieren sollten, eine neue Bedeutung gewann. Drei Typen von Organisationen sind für die polnischen modernen Architekten wichtig. Erstens, die Avantgarde-Bewegung der 1920er Jahre, insbesondere die miteinander verbundenen Gruppen Block und Präsenz. Die Architekten innerhalb der Vereinigung Präsenz, die sich am Ende der 1920er Jahre vom Rest der Gruppe trennten, formten fortan die polnische Landesgruppe der 1928 gegründeten CIAM, die zweite wichtige Organisationsform. Die polnische Landesgruppe war eine der aktivsten, wenn nicht die aktivste Landesgruppe innerhalb der CIAM. Und das hatte mehrere Gründe. Das internationale Engagement war für die Architekten im neuen Staat Polen besonders attraktiv und hilfreich für ihr Standing im Land. Und es diente als Legitimation der eigenen Arbeit. Aber auch die Probleme, die in der CIAM verhandelt wurden, hatten für die polnischen Architekten eine besondere Bedeutung, die im Allgemeinen höher lag als für die Architekten vieler westeuropäischer Länder. Wir sehen dies besonders deutlich in der Gründung der CIAM Ost, auch unter diesem deutschen Namen, 1937. Deren Ziel, also eine Organisation, in der polnische, ungarische, tschechoslowakische Architekten unter anderem zusammenarbeiten. Deren Ziel war vor allem die Diskussion zweier Problemfelder mit besonderer Relevanz für Zentraleuropa. Der Regionalplanung inklusive des Ausgleichs von Stadt- und Landunterschieden und des Nachdenkens über kollektive Wohnformen, um den massiven Wohnungsproblemen zu begegnen. Die besondere Rolle der polnischen Gruppe innerhalb der CIAM zeigt aber auch, dass die Realisationen polnischer Architekten international Beachtung fanden und für die CIAM attraktiv waren als Beispiele für das, was die CIAM-Organisation zu leisten in der Lage war. Ein gutes Beispiel hierfür und für die dritte Form wichtiger Organisation ist die Zusammenarbeit mit der
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, der WSM, die heute auch noch besteht, die Ideen der SIAM vor Ort umsetzte, deren Vertreter als sogenannte Realisatoren an SIAM-Kongressen teilnahmen und die auch Ausstellungen zu SIAM-Themen in Warschau organisierte. Diese Ausstellungen verweisen auf einen weiteren Transmissionsriemen, und damit komme ich zur Kommunikation der modernen Architektur, der eng verwoben war mit der Organisation von Architekten. In den 1920er und 30er Jahren fanden in Polen eine ganze Reihe signifikanter Ausstellungen zur Architektur statt. Avantgarde-Ausstellungen in den 1920er Jahren, die PQWA, die wir bereits kurz gesehen haben in Posen, Poznan 1929, und dann die großen Ausstellungen zur baulichen Zukunft Warschaus in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre. Was in diesen Ausstellungen gezeigt wurde, war auch eine Bildsprache, die in neuartigen Zeitschriften die Verbreitung moderner Architektur beförderte und die internationale Aufmerksamkeit auf die moderne Architektur in Polen lenkte. Ganz allgemein unterstützten diese neuen Formen der bildgestützten Kommunikation das, was Karl Schlögel für den Jugendstil als Wunder der Gleichzeitigkeit bezeichnet hat, also die extrem schnelle Durchsetzung der modernen Architektur. Die neuen Kommunikationsformen, insbesondere die visuellen, waren selbst Teil der Moderne. Wenn wir die Publikationen der polnischen Avantgarde, Block und Präsenz mit ihrer modernen Schrifttype oder die eher im Mainstream verortete, aber gegenüber der Fotografie sehr aufgeschlossene Architektur oder Budownictwo betrachten, aber auch Beiträge zur polnischen Architektur in nicht-polnischen Zeitschriften, dann erkennen wir, wie aktiv die polnischen modernen Architekten die neuen Möglichkeiten nutzten. Und insbesondere Szymon Cyrkus steht auch für den neuen Typus des schreibenden, programmatisch auftretenden Architekten wie andernorts Le Corbusier oder Walter Gropius. Die vier bisher beschriebenen Stränge, die Spezifika Polens nach 1918 mit der informellen Allianz von Experten, Architekten und Staat, das Aufkommen eines neuen Typus von Architekten und dessen Selbstermächtigung als Experten des Sozialen, neue Formen der Organisation von Architekten und schließlich die Kommunikation von Architekten lassen sich zusammenführen in der Planung für ein funktionelles Warschau. Warschauer Funktionalna, der Jahre 1934 veröffentlicht durch Szymon Cyrkus und Jan Olaf Chmielewski. In diesem Dokument, einem mit diversen Grafiken illustrierten Text zu Warschaus Entwicklung als funktionelle Stadt, weisen beide zunächst auf die überragende Bedeutung der Architekten in einer Krise hin, die ihres Erachtens nur durch Planung gelöst werden könne. Warschau wird präsentiert als weitgehend noch formbare Metropole, geprägt durch historische Erblasten aus der russischen Besatzung, aber auch durch die zentrale Position am Schnittpunkt europäischer Verkehrsachsen. Es wird sozusagen ein Potenzial, das bisher durch die Geschichte eingeschränkt war, in ein Korsett gepresst war, in die Zukunft extrapoliert mit der Extrapolation des Wachstums der Bevölkerung, des Gebäudebestands und so weiter. Die Planung war die einzige konkrete Planung für eine funktionelle Stadt im Rahmen der SIAM und ist damit auch ein Ausweis der Bedeutung der Organisation für die Architekten, also insbesondere der SIAM, hier für ihre neuartigen Kommunikationsformen. Dies zeigt sich in der Bildsprache von Warszawa Funktionalna besonders deutlich. Wir sehen hier einige dieser Illustrationen dessen, was diese funktionelle Warschau beinhalten soll. Es gibt eine ganze Reihe weiterer im Stil ähnlicher Darstellungen. Was wir hier erkennen, ist eben einerseits dieses Denken Warschaus von Europa oder beinahe in globalen Bezügen und dann diese schwarzen und weißen markierten Punkte in der rechten Bild beziehen sich auf, sagen, die forcierte Entwicklung und weniger forcierte Entwicklung, mit der man das Stadtwachstum steuern sollte, wollte.
Schaber Funktionalner war insofern ein weiteres Beispiel für die äußerst produktive Wechselwirkung der Siam und polnischen Architekten wie dem Ehepaar Helena und Szymon Cyrkus und vielen weiteren wie Barbara Bukalska und Stanisław Brukalski, die zu den Siam-Kongressen mit polnischen Beispielen beigetragen hatten. Ich komme zu meinem letzten Punkt, polnischen Architekten im Zeitalter der Extreme. Wir könnten also, so scheint es, das Bild einer informellen Allianz aufnehmen von einer Erfolgsgeschichte des sich modernisierenden polnischen Staates und eines neuen Architektentypus vor dem Hintergrund internationaler Zusammenarbeit sprechen. Dies wäre aber sicher kein gänzlich adäquates Bild. Als die Pläne für ein funktionelles Warschau im Zuge der umfassenden Stadtmodernisierung durch den Warschauer Stadtpräsidenten Stefan Starzynski auf die politische Agenda kamen, war ihr Autor Cyrkus von den Planungen ausgeschlossen. Tatsächlich waren die modernen Architekten in Polen seit spätestens 1937 in der Defensive, weil die Moderne nun weniger in die politische Landschaft passte, aber auch, weil jüdische Architekten systematisch aus der SARP, der Organisation der Architekten in Polen, gedrängt wurden und so kaum mehr die Chance auf Aufträge hatten. In der Korrespondenz dieser Architekten lassen sich die Veränderungen nachvollziehen. Helena und Szymon Cyrkus dachten sehr konkret über eine Auswanderung in die USA nach, weil sie kaum mehr Bestätigungsmöglichkeiten in Polen sahen, mit denen sie sich identifizieren konnten. Wohl auch, weil ihr Stern jenseits des Atlantiks weniger hell leuchtete als der vormaliger Bauhausarchitekten wie Walter Gropius oder Ludwig Mies van der Rohe, ließen sich die Auswanderungspläne nicht realisieren. Und die Quoten für polnische Auswanderer waren auch in extremer Weise begrenzt. Mit dem deutschen Überfall auf Polen und der anschließenden Besatzung verschärfte sich die Lage der Architekten massiv. 1942 wurde Szymon Cyrkus in Auschwitz interniert, als Architekt, der verbotene Wiederaufbauplanung für Warschau durchgeführt hatte, nicht als Jude, was ihm letztlich das Überleben ermöglichte. In den Briefen, die Cyrkus in einem strikt vorgegebenen Rahmen aus Auschwitz schreiben konnte, wird die Erfahrung des Lagers als Bestätigung und Prüfung des Glaubens an die Moderne thematisiert, aber der Glauben an die eigene Sache auch als Überlebensstrategie beschrieben. Konkreter zeigt sich in der Korrespondenz vieler westlicher SIA-Mitglieder mit dem Ehepaar Cyrkus, solange dies noch möglich war, und danach über die Cyrkus, also der Austausch von SIA-Architekten mit über die Frage, wie man den beiden nach der deutschen Invasion Polens helfen könne, dass die SIAM auch als eine Art Glaubensgemeinschaft der Moderne miteinander eng verbundener Architekten funktionierte und ganz konkret half oder dies zumindest versuchte. Einzelne SIAM-Mitglieder, vor allem Gropius, unternahmen auch nach dem deutschen Überfall auf Polen noch vielfältige Versuche, den beiden Architekten die Immigration in die USA oder danach über die Schweiz und andere Länder in verschiedene südamerikanische Länder zu ermöglichen. Dieses Telegramm von Helena Cyrkus an Fred Vorbart, wenige Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gesendet, zeigt in Kürze diese Funktion der SIAM. Helena Cyrkus versucht hier direkt nach dem Krieg Informationen über ihren Ehemann zu erhalten, beschreibt aber auch, wie aus dem Krieg professionelle Lehren für den Wiederaufbau gezogen werden sollten und dieser in Helena Cyrkus Sicht in einem internationalen Rahmen entlang der SIAM-Ideen, also von neuem, als Austausch stattfinden sollte. Die zweite Abbildung, die wir sehen, ist ein Foto, das an von Cornelis van Esteren, den Stadtplaner von Amsterdam, geschickt wurde nach dem Krieg mit der Mitteilung, wo eben diese Untergrundplanung stattfand während des Krieges und wo Szymon Cyrkus, wie es auf dem Foto heißt, verhaftet worden war. Ich will auf die Rolle der modernen Architekten im Wiederaufbau Warschaus und hier insbesondere im Biuro Odbudowy Stolice nicht genauer eingehen. Nur so viel. Die internationalen Bande, die für diese Architekten so bestimmend gewesen waren, kamen nach einer relativ offenen Phase bis 1947, 1948 so unter Druck,
Das auch mit engen Partnern, Fred Vorbart in Stockholm, Walter Gropius an der Harvard-Universität, auch Van Esteren in Amsterdam, eine Stille eintrat. Die politischen Trennlinien, die ja nun auch deutlich ästhetische Trennlinien waren, mit der Einführung des sozialistischen Realismus, machten eine Zusammenarbeit, die zunächst nach dem Krieg wiederaufgenommen worden war, nun nahezu unmöglich. Wir sehen hier noch ein sehr gutes Beispiel für dieses Fenster der Möglichkeiten, das sich dann unmittelbar nach dem Krieg geöffnet hat, und diese Phase, in der die zuvor in der Siam arbeitenden polnischen Architekten das Gefühl hatten, dass nun mit dem Sozialismus eigentlich ihre Stunde geschlagen hatte, dass sie jetzt genau diese Möglichkeiten erhalten würden, die sie immer erstrebt hatten, dass sie auch schlicht durch die Zerstörung Warschaus viele ihrer im Krieg geplanten Ideen und vor dem Krieg bereits geplanten Ideen umsetzen können. Und das funktioniert auch in dieser Phase beidseitig. Es gibt eigentlich noch einmal diese Allianz, die ich vorher schon skizziert hatte. Schimmern und Helena Circus werden ganz kurz nach dem Ende des Krieges beinahe durch die ganze Welt geschickt, eine ganz lange Tour durch die USA, wo sie sich mit verschiedenen Architekten treffen, um diese Wiederaufbaupläne zu besprechen. Und in diesem Hinsicht auch, und im Kontext wird auch eine kleine Broschüre produziert, die sehr stark mit diesem Vorher-Nachher spielt, auch mit den Möglichkeiten des Wiederaufbaus, der natürlich in allgemeiner Hinsicht als sozialistisch vorgestellt wird, aber eben noch nicht als auf den sozialistischen Realismus bezogen wird. Ich komme zum Schluss. In meinem Vortragstitel habe ich die modernen Architekten als Agenten der Moderne mit einem Fragezeichen versehen. Ich hoffe, dass durch den Vortrag deutlich geworden ist, wie wichtig die Identifikation mit der Moderne für eine bestimmte Gruppe von Architekten in Polen war, aber auch wie bedeutsam diese Architekten durch diese Identifikation weit über Polen hinaus waren. Wir wissen selbstverständlich auch, dass der Begriff Moderne ein notorisch schwieriger Begriff ist, weil er normativ aufgeladen ist und weil uns seit langem die Ambivalenzen der Moderne bewusst sind. Ich habe im Vortrag bereits die vermeintliche Erfolgsgeschichte eines Zusammenwirkens eines sich modernisierenden Staates und moderner Architekten hinterfragt. Aber wir könnten noch weitergehen. Wir könnten selbstredend fragen, wie erfolgreich im Sinne von human und an die Bedürfnisse der Mieter, der Bewohner anschließend das Schaffen etwa von Helena und Schimmern Circus war. Bei aller Rhetorik des menschlichen Maßes und des Einbeziehens der zukünftigen Bewohner blieb für beide doch unhinterfragt, dass Architekten eine zentrale Rolle in Politik und Gesellschaft zukommen solle, dass die Architekten über überlegenes Wissen verfügten und dass es letztlich an den Architekten war, zu entscheiden, welche Entwürfe der neuen Stadt und des Wohnens realisiert würden. Hier ließe sich dann auch die moralische Frage konkreter formulieren. Wir wissen recht gut, wie stark sich Helena und Schimmern Circus, aber auch viele ihrer ehemaligen Mitstreiter auf das neue kommunistische Regime in Polen einlassen mussten. Weniger gut wissen wir, inwieweit sie sich hierbei ganz konkret persönlich auch schuldig gemacht haben. Daran anschließend scheint es mir ein Desideratum, noch stärker nach Kontinuitäten zwischen der Zwischenkriegsmoderne, insbesondere der gerade in Polen so ausgeprägten Konjunktur der Planung auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene und der Volksrepublik und hierbei insbesondere der Architekten zu blicken, von denen sehr viele nicht nur als Architekten nach 45 eine wichtige Rolle spielten, sondern auch im engeren Sinne politischen Funktionen, auch in dann sozialistischen Planungskörperschaften eine wichtige Funktion hatten. Ich habe aus mehrererlei Gründen meine Geschichte der modernen Architekten um 1950 enden lassen, weil deren Agieren in der Volksrepublik anderen Regeln folgte als zuvor und weil die internationalen Kontakte, die für mich leitend waren, abbrachen. Aber selbstredend endet die Geschichte der Moderne in Polen nicht 1950. Und selbstredend ließe sich auch noch einmal viel allgemeiner fragen, wie polnisch die von mir präsentierte Geschichte ist und wie europäisch oder auch global.
Aber hiermit, ich habe einige dieser Fragen hier schlicht auf dieses Slide gesetzt, die man vielleicht auch in die Diskussion mitnehmen kann, denn ich denke, hiermit bin ich schon in der Diskussion angelangt und hoffe für diese zumindest einige Anregungen geboten zu haben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, vielen, vielen Dank, Herr Korausch, für Ihre Ausführungen. Wir hatten einen Blick auf Architekten, deren Architekturvorstellung eine andere ist als das Stereotyp der Nicht-Architekten über die Modernisten, nämlich die, also wir setzen immer voraus, die Modernisten hatten eine Vorstellung, wie Architektur, Kunst, Design und alles, alle möglichen Bereiche auf die Bedürfnisse der modernen Gesellschaft reagieren und denen entsprechen. Wir haben aber eben auch die andere Agenda-Vorstellung, wie die Architekten, Akteure in der Kunst die Moderne erst gestalten, also die moderne Gesellschaft erst bilden würden, wären. Was für mich jetzt in der also auch Abschlussphase sehr inspirierend war, waren eben die Frage der letzten Zäsuren, denn ich habe in völlig anderen Zusammenhängen, die mit Architektur nichts zu tun haben, doch beobachten können, wie die Arbeit, das Agieren, der Diskurs mancher Akteure nach 44, 45 doch direkt an diese moderne Vorstellung anknüpft. Also die Vorstellung des Aufbaus einer modernen sozialistischen Gesellschaft als der Fortführung des modernen Diskurses der Zwischenkriegszeit. Also etwas, was zeitgenössisch jetzt jenseits der politischen Lage und des politischen Funktionieren des Systems eigentlich keine große nicht unbedingt eine große Zäsur darstellte, sondern eben Rückkehr zu der Vorkriegsnormalität, weiß ich nicht, Anführungszeichen auf jeden Fall. Aber gut, jetzt haben wir die Möglichkeit zu diskutieren, Fragen zu stellen, zu kommentieren. Ich bitte um Wortmeldungen, Frau Wutschitzka ist die Erste. Ja, vielen Dank für den interessanten. Ich zwei Fragen. Und zwar eine, ich bin keine Kunsthistorikerin, aber meine naive Vorstellung vielleicht war, dass in Polen diese modernen Architekten doch mit dem Sanacja-Regime irgendwie geflirtet haben. Und das haben sie sozusagen in Frage gestellt in ihrem. Und da würde ich gerne noch bezog es sich vor allem auf sozusagen jüdischstämmige Architekten, gab es da Spaltungen zum Beispiel zwischen denen, die dann mit dem Regime zusammengearbeitet haben und dem anderen? Das würde mich interessieren. Und die zweite Frage ist, wie würden Sie diesen relativ großen Anteil von Frauen unter diesen ArchitektInnen erklären, ja, gerade wenn man das mit Bauhaus vergleicht. Und Ja, vielen Dank für diese Fragen und auch die Möglichkeit, vielleicht auf diese Punkte, den ersten Punkt auch noch etwas genauer einzugehen, weil es eben ein sehr komplexer Punkt ist. Also diese Allianzfrage, diese Interessengleichheit, wenn man es ausdrücken möchte, zwischen Sanacja-Regime und diesen Architekten. Ich denke, das funktioniert in der Tat sehr lange sehr gut. Also auch dieses sozusagen von oben, dieses Top-Down-Regieren, das der Stadtpräsident von Warschau ja zunächst noch sozusagen von oben bestimmt wird, dass auch das Sanacja-Regime natürlich ein großes Interesse hat, die Probleme in Warschau, die zum Teil offensichtlich sind, die man zum Teil auch fast bewusst dramatisiert, um so einen Handlungsdruck zu schaffen. Und dann eben auch politische Legitimität erwerben zu können. Das funktioniert, denke ich, bis weit in die 30er Jahre sehr gut. Aber es gibt natürlich immer schon diese Bruchstelle auch mit der wirklichen Repräsentation. Also wenn wir brauchen ja nur kurz nach draußen zu treten hier, wenn wir auf die repräsentativen Gebäude der Zweiten Republik gucken, dann sind das eben in den seltensten Fällen wirklich moderne
Lösung. Also da gab es immer eine Schwelle, bis über die dann diese modernen Architekten auch nicht hinaus kamen. Und es gibt dann, ja, es ist kein massiver Bruch, aber doch diese Eintrübung in dem europäischen politischen Klima, aber dann eben auch ganz konkret in Polen. Und das hat natürlich mehrere Gründe. Das sind Dynamiken, die politisch sind, also die antisemitisch sind, die sich gegen die Moderne richten. Das sind natürlich auch Interessen der Architektinnen und Architekten selbst in dieser Organisation. Das ist eigentlich ganz interessant, wie spät Architekten sich erst professionalisieren und diese Vereinigung schaffen. Polen ist da eigentlich relativ früh dran und über diese die SARP, die Architektenvereinigung, ist man im Prinzip in der Lage, überhaupt Kommissionen annehmen zu können. Wenn man da also nicht Mitglied ist, dann kann man letztlich nicht mehr bauen. Das war in Deutschland, ja, sozusagen von Nationalsozialisten eingeführt worden, unter ganz anderen Vorzeichen. Insofern ist das ein sehr tiefer Eingriff, aber es gibt natürlich auch in diesen Organisationen Interessen, bestimmte Gruppen auszuschließen, um letztlich den eigenen Anteil des Kuchens zu vergrößern. Das muss gar nicht unbedingt antisemitisch sein, es kann also auch rein ökonomische Gründe haben. Also all diese Faktoren spielen damit rein, aber es ist auf jeden Fall nicht nur antisemitisch, sondern es ist auch gegen die Moderne gerichtet. Und dann gibt es in der Tat eine ganze Reihe, auch in diesem sozusagen inneren Kreis dieser ehemaligen Präsensgruppe, Präsensarchitekten der polnischen Landesgruppe der SIAM, die sich umorientieren, die sich sagen wir, pragmatisch geben. Und das findet man in der Korrespondenz auch wieder, dass Helena Sirkus dann schreibt an Gruppis und andere, dass sie sich eigentlich nur noch auf ein, zwei Leute glaubt, verlassen zu können oder nur noch das Gefühl hat, dass es eigentlich nur noch ein, zwei, drei Leute sind, die überhaupt noch an die Moderne glauben und dass die anderen sich eigentlich umorientiert angepasst hätten. Die Frage zu den Frauen, das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat, auf die ich keine abschließende Antwort habe, die man sicher auch weiter, man müsste weiter ausholen, auch jenseits der Architektinnen und Architekten gucken. Das hat sicher mit bestimmten Traditionen zu tun. Ich denke, es hat mit Traditionen im jüdischen Bürgertum zu tun, wo wahrscheinlich das ja in Polen sehr ausgeprägt ist, wo wahrscheinlich die Bereitschaft, die Töchter studieren zu lassen, größer war, aber du begebe ich mich etwas auch ins Vermuten hinein. Aber wir sehen das ja relativ auch bei den die ersten Studentinnen an den westeuropäischen, französischen Universitäten sind ja sehr häufig aus Russland, aus Polen. Aber es hat natürlich auch viel mit der inneren Logik zu tun. Es ist eben eine neue Ausbildung. Es geht um ein Vakuum. Es sind Positionen, die noch nicht gefüllt sind. Also das scheint mir insofern auch einleuchtender, dass es dann eben eine größere Offenheit gibt als in diesen letztlich konservativeren technischen Hochschulen, die es auch in der Weimarer Republik in Deutschland noch sind. Es gibt natürlich immer diese Diskussion, wir kennen das fürs Bauhaus, die Frage, ja, aber werden diese weiblichen Studentinnen als vollwertig betrachtet oder drängt man die bewusst, unbewusst sozusagen in den sozialen Bereich ab? Barbara Bukalska hatte diese fantastische Innenarchitektur gemacht, aber das ist es eben nicht nur. Das ist also wirklich auch sehr, sehr wesentliche, größere Projekte. Und das jetzt nur durch den größeren Anteil vielleicht auch der sozialen Architektur in Polen erklären zu wollen, das griffe meines Erachtens auch zu kurz. Also ich denke, es hat zu tun mit ja, sozialen Faktoren in Polen. Es hat sehr stark mit dieser Umbruchfunktion zu tun, einer gewissen Offenheit zu tun. Aber es ist sehr, sehr auffällig. Das sind sowohl, wenn man die prominenten Beispiele anguckt, als auch wenn man sozusagen rein die Zahlen betrachtet. Quantitativ. Ja, also ich finde es ganz toll, dass der Kreis schließt und dass du das Buch heute vorstellen konntest. Und ich wollte auch sagen, dass ich es ganz toll finde, dass das Buch im Open Source vorliegt als PDF. Man kann sich das einfach runterladen und auch einzelne Kapitel nachlesen. Ich finde, dass alle öffentlich geförderten Bücher so zur Verfügung stehen müssten und verstehe nicht, warum das nicht längst schon so ist bei allen Dingen, die wir so produzieren. Und ich wollte nochmal fragen, also es ist ja in der Zwischenzeit, also vor dir hat ja der Philipp Springer dieses Buch Czernarcha Pięter geschrieben, wo er so einen größeren Bogen schlägt, eigentlich aber dort anfängt, wo du auch anfängst, also in den Suchbewegungen der 20er Jahre mit der
Wohnungsnot in Warschau, der macht das natürlich, also als ich das gelesen habe, war ich immer so ein bisschen neidisch, dass er da einfach die Zeitungsschnipsel nehmen kann und mit anderen Methoden verdichten kann, als wir das so machen können. Aber er hatte da in den 30er Jahren noch eine andere Erklärungslinie gebracht, also für dieses Rückweichen. Das hatte was mit Kapital zu tun und sozusagen dem Scheitern dieser Genossenschaftsidee in den 30er Jahren. Also wurde es nochmal nicht um jüdisch, nicht jüdisch und ging, sondern eigentlich darum, dass dann einfach ganz krass Privatinteressen bevorzugt wurden bei der Steuerpolitik und einfach alle klugen und guten Leute angefangen haben, diese Luxus-Apartmenthäuser zu bauen, die wir auch kennen, hier aus der Piupowska, das Wedelhaus und so andere sozusagen Perlen aus dieser Zeit. Und was mich da interessiert hat, wie man dann trotzdem nochmal den Bogen schlägt für die Zeit nach 50. Weil bei Springer im Buch macht er diesen krassen Sprung dann in die Gegenwart, wo er sagt, naja, das ist doch eigentlich wie heute. Es geht eigentlich nur darum, das Privatkapital zu investieren, also genau, um es zu vermehren, und die Wohnungsfrage ist eigentlich ungelöst. Das kann man ja für Polen heute auch so behaupten, aus einer streng linken Position. Und da fehlt dann halt die Volksrepublik, wo dann der Staat eben übernommen hat und ganz massiv modernisiert hat von oben und unglaublich viel Wohnraum geschaffen hat, ohne den es heute in Polen auch wirklich Wohnungsnot geben würde, massive, so wie in den 20er Jahren. Und meine Frage wäre nochmal, wie man das, also was man machen müsste, um diese Lücke zu schließen. Und ist es tatsächlich so, dass dann nach 1950 was abbricht, wo es dann keine Kontinuität mehr gibt, die sich bis heute durchziehen lässt? Also wenn du das so, dieses Argument von Springer nochmal so mit parallel zu deinem Buch liegst. Ja, vielen Dank. Also also für den ersten Teil würde ich dir oder Springer sicher zustimmen. Ich würde es vielleicht nicht ganz so radikal formulieren, aber es gibt, also diese Genossenschaften spielen ja in viel größerer Geschichte in Polen, natürlich seit dem 19. Jahrhundert, eine sehr wichtige Rolle und füllen dann eigentlich in den 20er Jahren eben schon eine Lücke, wo auch ein bestimmtes privates Investieren, das man in Westeuropa schon finden würde, eben hier viel weniger ausgeprägt ist, dass diese Genossenschaften wie die USM füllen, wo dann auch zum Teil über Regierungskontakte, das ist dann sehr stark italienisches Geld, auch vermittelt wird. Es gibt ja relativ auf verschiedenen Ebenen sehr enge Zusammenarbeit oder engere Zusammenarbeit zwischen Italien und Polen, und wo dieses Geld dann eben sozusagen in verschiedenen Kaskaden dann auf diese Genossenschaftsebene kommt. Ich würde nicht sagen, dass das in den 30er Jahren vollkommen abbricht, aber diese Genossenschaften oder auch dann die Träger wie die SUS, die auch in den Wohnungsbau investieren, werden natürlich auch stärker politisiert. Und dann ist es zum Teil, ist es ein ökonomisches Problem. Und zum Teil brechen aber auch die persönlichen Bande weg zwischen diesem spezifischen Typus von Architekten und den Entscheidungsträgern in diesen Genossenschaften. Das ist auch was diese Architekten beschreiben. Also es sind so eine dieser Motivationen in diesen Auswanderungsplänen, die man findet, ist sagen, ja, wir haben noch Aufträge, aber es sind nicht mehr die richtigen. Also es sind nicht mehr die richtigen Auftraggeber. Also das eigentlich dieses, man will eben für diese kollektiven Auftraggeber bauen. Und das ist das, insofern trifft es das. Was dann sozusagen, wie man die Volksrepublik da einbaut, da bin ich jetzt überfragt und kann auch nur etwas vermuten, aber meine Vermutung würde schon dahingehend sagen, dass diese Rolle der Genossenschaft natürlich nie ganz verschwindet. Also es gibt ja auch im sozialistischen Polen weiterhin genossenschaftlichen Wohnungsbau, der dann sicher wesentlich stärker in dem sozialistischen Rahmen stattfindet. Aber es ist ja dann, also da bin ich aber auch, das ist das wirklich jenseits meiner Forschung, dann denke ich auch ein Unterschied mit der DDR. Also ich denke, dass in der DDR dann sehr viel stärker wirklich rein staatlich ist und in Polen dann die Lehrergenossenschaft und so weiter, auch da in Bielane, Żoliborz da weiter bauen. Dann zum Teil eben auch in den 60er Jahren sieht man dann eigentlich wieder die Entwürfe, die im Zweiten Weltkrieg davor gebaut wurden und die noch bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden, aber dann in den 50er Jahren eben nicht mehr, aber die kommen ja dann in den 60er Jahren wieder. Also da hat man ja diesen eigenartigen Zeitsprung jetzt im ästhetischen Sinne. Also ich denke nicht, dass man die Volksrepublik da rausnehmen kann. Die Frage natürlich, was sagt uns das alles für heute, finde ich schon eine sehr wesentliche Frage. Ich denke, dann
dass man da vielleicht auch manchmal sich doch stärker auch durch die 20er, 30er Jahre inspirieren lassen könnte in der heutigen Diskussion, auch durch diese, was in der Weimarer Republik passiert, die ja diese Hauszinspolitik haben, als man eigentlich diejenigen, die an den Preissteigerungen profitieren oder eben die Inflation nicht mitgemacht haben, sozusagen steuerlich sehr, sehr stark zur Kasse bittet, um das dann direkt in den Wohnungsbau zu lenken. Das sind ja eigentlich Instrumente, die sehr, ja, doch sehr, sehr, sehr viel erreichen können. Und was uns natürlich eine Frage, die ich mir in dem Buch auch häufig gestellt habe, die kommt dann im Buch auch am Ende, greife ich noch einmal auf. Auch die Frage, ist das ein Kreis, der sich hier schließt mit diesen Architekten? Sind das Leute, die eigentlich in den 60er Jahren als Typus verschwinden? Also wir haben ja heute auch von Star-Architekten sprechen, da sind das eigentlich selten Leute, die sich durch soziale Entwürfe auszeichnen, die sich auszeichnen durch besondere Konzepte, durch Denken über Gesellschaft, was eben so jemand wie Sirkus oder auch Helen Sirkus, da sehr stark auszeichnet und die Buchhalze auch. Also das ist sicher eine Veränderung. Andererseits denke ich, gibt es auch vielerlei Anzeichen, dass sich das vielleicht auch wieder ändert. Und das in gewisser Hinsicht, so wie du das ja auch andeutetest, viele dieser Themen natürlich nicht eins zu eins zurückkehren, aber schon zurückkehren. Und auch die Idee zurückkehrt, dass diese Architekten natürlich auch eine soziale Rolle ausfüllen, ja, vielleicht nicht müssen, aber schon auch können. Ich denke, wir haben uns doch wieder sehr an die Idee gewöhnt, dass das eigentlich Leute sind, die etwas Ästhetisches bauen, aber auch nicht viel mehr, und dass sich das doch auch in zunehmendem Maße jetzt wieder verändert. Und man sieht das ja in der Diskussion über Flüchtlingsarchitektur auch und so weiter. Ja, vielen Dank, Herr Korausch, für einen spannenden Vortrag. Meine Frage haben Sie schon halb beantwortet, bevor ich sie gestellt habe. Ich interessiere mich auch für diese Genossenschaftskonzept der Wohnungsbaugenossenschaften. Und meine Frage war, also es ist auch die Beobachtung, wenn man Warschau kennt, wie zentral dieses Genossenschaftsbauen war, aber eben doch auch, wie Sie auch nochmal gesagt haben, im sozialistischen Polen wieder geworden ist und heute noch wirksam in den Eigentumsfolgen, während das in anderen sozialistischen Ländern nicht so war. Meine Frage ist also zunächst mal, welche Rolle hat eigentlich dieses Genossenschaftsmodell gespielt in diesen Diskussionen der 20er und 30er Jahre über die soziale Bindung des Architektenberufs, und wie ist das sozusagen transnational, auch europäisch verhandelt worden? Und als jetzt Berliner frage ich mich natürlich, also warum um Gottes Willen ist dieses Genossenschaftsmodell etwa in der Bundesrepublik nach 45 eigentlich so wenig Tragen gewonnen? Ja, vielen Dank. Also ich habe natürlich jetzt nicht über sozusagen aus dem Blickwinkel der Genossenschaftsfrage auf diese Genossenschaften geblickt. Wenn ich jetzt von den Architekten aus gucke, denke ich, was ich weniger finde, ist sozusagen diese klassische Genossenschaftsidee von zu sagen, ja, es ist eine Ermöglichung auch einer gewissen Freiheit, Unabhängigkeit für die breite Masse, die es anders eben so nicht schaffen könnte. Auch diese etwas konservative Idee einer Stabilisierung. Und natürlich in Polen hat man natürlich auch die Idee sozusagen dieses Antipreußische und so weiter, dass sich das also die Genossenschaften als ökonomisches Instrument, um die Germanisierung zu ökonomische Germanisierung sozusagen zu unterbinden, rückgängig zu machen. Denke, dass diese Fragen etwas weniger für diese modernen Architektenrolle spielten. Was die daran interessierten, war das Kollektive, dass man nicht sozusagen bis zur Wohnungstür dachte, sondern darüber hinaus dachte, dass man über die Gemeinschaftsstrukturen nachgedacht hat, die diese Genossenschaften hatten. Dann gibt es ja da sehr erbitterte Debatten, wo verläuft sozusagen die Grenze, also wo wird es privat, verläuft die durch die Küche, lagert man die Küche aus, was ja aus ökonomischer Sicht interessant gewesen wäre, da hätte man es eben sehr günstiger gestalten können, auch Bäder.
Und da findet man dann schon die Diskussion und auch bei den linken Architekten, dass man sagt, also diese polnische Moderne zeichnet sich dadurch aus, dass wir eben nicht so radikal sind. Das war natürlich auch immer irgendwo dieses Schreckgespenst der Sowjetunion über sich schweben, dass man die Gefahr sieht, wenn das als bolschewistisch assoziiert wird, dann wird es schwierig. Also da, und das ist ein Thema, das immer wieder genannt wird. Man findet so einen Mittelweg, das ist natürlich auch etwas konstruiert zwischen dem individualistischen Westen und dem kollektivistischen Osten. Und das, was man in diese polnischen Genossenschaften schaffen können, ist eben in deine Mitte. Aber für die Architekten, denke ich, ist es vor allem diese Möglichkeit, auch in die größeren Strukturen zu denken, also dieses Verhältnis dieser Gebäude zueinander, wie kann man Gemeinschaft schaffen? Das ist ein großes Thema, dann im Zweiten Weltkrieg nochmal stärker. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil das dann Helena Sirkus insbesondere dann auch, denke ich, nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal extra betont hat, dass das eben während der Kriegszeit sozusagen die große Erfahrung war in dieser Bedrohungssituation, dass man dann so stark über Kollektive nachgedacht hat. Aber wir können das auch natürlich auch zeigen aus dem, was im Weltkrieg dann gemacht wurde. Und das findet man tatsächlich, also wenn man jetzt diese Siedlung der 60er Jahre sich anguckt, dann sieht man eigentlich bis auf die Pläne genau dieses, man sieht ja immer, dass die Türen gehen sozusagen, die Eingangstüren sind von der Straße abgewandt, man hat diese, das sind natürlich keine Höfe, sind ja lose stehende Gebäude, 4, 5 Stockwerke hoch, aber dann für die, dass das eben nach innen orientiert ist, diese grünen Bereiche, dann diese genauen Abstände zum Kindergarten, zur Schule, zum Spoem und so weiter. Also das, da ist eine lange Tradition da, auch eine Fahrtabhängigkeit, die man so tatsächlich, da bricht dann in der Bundesrepublik mehr weg. Und ich denke, das sind verpasste Chancen. Ich könnte jetzt nicht so sehr sagen, wie sich das heute darstellt. Ich denke, diese Genossenschaften haben in Polen eine gewisse Beharrungskraft. Aber eine reine Erfolgsgeschichte ist es natürlich nach 1990 auch nicht mehr. Oder? Dann ist es der Developer, ist ja sozusagen dann die neue Figur, die da auf die Bühne tritt mit anderen Problemen. Wobei bei einem der Bilder, die Sie gezeigt haben, so eine Siedlungsanlage, da dachte ich mir, Gottes Willen, das ist ein Bild von Miasteczko Wilanów. Also der Inbegriff für, gibt es ein schönes polnisches Wort, Patodeveloperka. Das ist gut, aber gibt es, ja, wissen Sie das? Nee, wer wird es wissen? Achso, ich habe jetzt gar nicht, ich muss gucken vielleicht den... Da gucken wir, was ich für forscht. Stops Share. Was ich unter hier, Chat, nee, das ist vom Anfang an, wir haben 3 Chats, gucken wir es uns an. Achso, wir werden es auspacken, jetzt kommt das fast wie zu Weihnachten schon. Mein Fehler. Und vielen Dank, alles gut. Achso. Gut. Ah, Frau Störtkuhl ist da. Frau Störtkuhl, hallo. Ich bin da ja etwas traumatisiert durch die Vorlesung, wenn man da den Chat nebenher laufen lässt. Dann lassen wir jetzt 1, 2, 3 denn an den Bildschirmen noch die Möglichkeit, die eine oder andere Frage zu schreiben. Da müssen Sie aber jetzt schnell schreiben. Kurze Fragen, nicht wie hier mit Einführungen über... Ja, gut. Passiert nichts. Ja, meine Damen und Herren, so weit hinter mir noch nichts auftaucht, dann werde ich mich bedanken bei Ihnen, Herr Kollrausch. Ich hoffe, dass das Institut Sie so ungefähr im gleichen baulichen zumindest Zustand vorgefunden haben, wie vor 12 Jahren Sie das verlassen haben. Und ich hoffe sehr, dass das demnächst wesentlich kürzer dauern wird, wie Sie wieder da sind. Wollen wir auch gucken für die Zukunft. Bevor ich wünsche, was ich zu wünschen habe, werde ich Sie einladen, alle zum nächsten Vortrag. Und da zeige ich, warum ich nur schöne Adventszeit, Weihnachten und neues Jahr wünsche, weil Ostern und Ostern nicht mehr, weil wir uns treffen können hier am 1. Lutego, am 1. Februar, zum Vortrag, wo es vorerst um große Namen geht, wie Haydn, Mozart, Beethoven und die Resozialisierung der habsburgischen Aristokratie. Herr Ter,
kommt zu uns wieder mal aus Wien. Und das wird der Abschluss sein von dieser Reihe. Wir werden gucken, wie die nächste Reihe aussieht im Frühling. Ich glaube, der Vortrag von Herrn Ter wird genau, der soll stattfinden, dass wir genau passen zwischen die vierte und fünfte Welle und die dritte und vierte Impfung. Und dann sehen wir weiter. Wir sind, aber das kann ich wohl ankündigen, Frau Woschenkowanda, wir sind bei den Überlegungen, die Vorträge wieder später zu machen. Nicht so spät wie ehemals, aber vielleicht um fünf. Und da werden wir schauen, welche Effekte das bringt und was konkret das sein wird. Inhaltlich daran wird gearbeitet, aber lassen Sie sich überraschen. Vielen Dank, Herr Kollrausch. Vielen Dank an Sie, an Sie, die sich schon hier langsam abmelden. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. Denjenigen, die mit denen wir uns vielleicht nicht mehr sehen, schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Damit ist der Nachmittag beendet. Vielen Dank. Vielen Dank.